Hey und herzlich willkommen zurück zu Shakes Fidget. Heute habe ich ein paar News für euch und zwar, wie ihr es wahrscheinlich schon am Thumbnail erkannt habt, steht wieder der legendäre Dungeon an. Es gibt ja immer vier legendäre Dungeon im Jahr. Einmal zur Osterzeit, dann einmal um den Jahrestag rum von Shakes Fidget, dann einmal noch zu Halloween und als letztes dann einmal um die Zeit um Weihnachten rum. Was wir heute vorhaben. Wir haben auf jeden Fall erstmal ein paar Gegenstände, die wir erstmal umrüsten müssen. Warte. Ja, sollte so passen. Zerlegen wir. Wir haben hier noch ein paar andere Gegenstände, aber die können wir dann später. Wir brauchen erstmal die entsprechenden Steine. Also bei manchen fehlen uns einfach die Gegenstände und bei anderen einfach nur die Steine. Hier zum Beispiel bei der Kunigunde. Haben wir hier zum Beispiel das hier, was schon recht gut ist, aber ohne Steine halt uns erstmal nicht so viel bringt. Allerdings könnten wir das hier austauschen. Das zerlegen wir dann schön. So. Welchen nehmen wir da? Nehmen wir erstmal den. So. Okay. Haben wir das auch erledigt. Hier überlege ich, ob ich den Stein vielleicht rausnehme. Aber wir haben erstmal noch ein paar. Des Weiteren, wenn wir hier bei den Codes gucken, gibt es einen neuen. Und zwar, wenn ihr St. Patrick eingibt, kriegt ihr dadurch ganz entspannte 200 Lucky Coins, wie ihr sehen könnt. Ich weiß nicht genau, wie lange der Code auf jeden Fall gültig ist. Auf jeden Fall funktioniert noch über das Event hier, weil wir haben ja St. Patrick's Day Event. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was wir hier machen. Gucken wir erstmal, ob wir noch ein paar Epics bekommen. Okay. Wir werden auch gleich noch erstmal ein bisschen im Dungeon gucken, weil ich habe mir das ein bisschen ausgerechnet und okay, oder SF-Toolsets gemacht. Und da haben wir auf jeden Fall bei hier auf jeden Fall erstmal gute Chancen. Bei ein paar anderen auch noch, aber ich würde jetzt erstmal nicht alle unbedingt vorwegnehmen wollen. Okay, haben wir jetzt mal kein Glück. Vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen in der Arena. Okay. Komm schon. Ein Epic noch. Nächstes Mal klappt's bestimmt. Wir haben auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Gold, was wir festgehen können. Okay, wir werden jetzt hier nicht alle 20 Tries, glaube ich, machen. Das werde ich, glaube ich, dann offline noch den Rest machen. Aber ansonsten, die anderen Accounts laufen zurzeit sehr gut, vor allem mein zweiter Account. Der ist auf jeden Fall schon Level 126, was auf jeden Fall schon ziemlich gut ist. Wir haben auch einige Dungeons schon legen können. Ich habe auch ein bisschen offline weitergemacht, weil zweiter Account ist jetzt nicht so extrem wichtig für mich, zumindest für den Content her. Aber da können wir auch gleich nochmal gucken, ob wir da ein paar legen können. Okay. Okay, die restlichen Tries machen wir dann später noch. So, schauen wir erstmal. Okay. Sind das alles Sachen, was wir in die Toilette schmeißen können? Wie das hier. Was damit? Okay, das ist leider nicht besser. Boah, so viele Sachen, ne? Okay, schauen wir. Hier wollten wir erstmal auf 2300 gehen. Und ja, ich habe die Kommentare gelesen. Ich soll nicht zu viel auf Intelligenz gehen. Deswegen habe ich entsprechend, während ich, also hinter den Kulissen ein bisschen auf Ausdauer gegangen. So, sobald wir auf 2300 sind, werde ich auch dann wieder ein bisschen auf Ausdauer gehen. Okay, guck mal bei der Arena. Hier können wir auf jeden Fall erstmal opfern. Dup. Ich glaube, es gab dafür auch ein, ja, Achievement für Runenmillionär. Ah, ist auf jeden Fall gut, dass wir es das jetzt haben. Schauen wir hier mal. Kriegen wir den? Ah, den haben wir auf jeden Fall bekommen. So. Okay. Mit unserem neuen Equipment würde ich sagen. Ach so, stimmt. Den Mondportal können wir noch machen. Ja. Ich glaube, morgen sollten wir es auf jeden Fall legen können. Ja. Ja,
Sollten wir, glaube ich, hinbekommen. Okay, schauen wir mal in der Lichtwelt. Ich meine, wir können hier eins legen, hier zwei sogar und hier den einen noch. Schauen wir erstmal hier im Drachenhort. So. Komm schon. Der Schwein sieht nicht so gut aus. Sollte aber echt machbar sein. Ja. Ja, ist auf jeden Fall machbar. Sollten wir hinbekommen. Komm schon. Geht doch. Ich habe den. Oh, die haben wir auch bekommen. Krass. Okay, schauen wir dann. Hier einmal. Leider nicht besser als unser aktuelles Equipment. Den sollten wir auch noch hinbekommen. Komm schon. Ich habe die Chance war bei 13% ungefähr. Okay, den kriegen wir leider noch nicht hin. Ist, glaube ich, 0,1%. Das ist jetzt nicht so günstig. Wir gucken uns gleich auch nochmal die Kämpfe an. Allerdings schauen wir hier erstmal. Muss halt, warte mal, ist halt schon viel Rüstung, ne? Ja, aber bringt uns erstmal nicht viel. Das können wir, glaube ich, sogar. Okay, der Edelsteinsockel fehlt halt, deswegen würde ich sagen, dass wir es dann zerlegen. Ja, zerlegen wir. Warte mal, was haben wir hier noch für freie Sachen? Okay. Okay, was machen wir hier mit? Ich möchte hier nicht alle, also am liebsten möchte ich alle in die Toilette schmeißen, aber ich glaube, wir sollten uns das einfach aufheben. Weil es halt schon epic sind, wenn man das nur einmal machen kann. Okay. Ja, würde ich erstmal sagen, behalten wir die erstmal so. Schauen uns bei Hemorida nochmal an, was da so machbar ist. Ah. Oh Mann, dieser Ork-König, ne? Aus der Hobbit. Da haben wir ihn. Okay, es geht auf Stärke, ist nicht so schön. Schmollum. in die Kessel, jupp. Können wir noch mal ein paar Sachen reinskillen. So. Warte mal, wenn wir Stein gewinnen wollen. Ja, den holen wir uns, glaube ich, dann später wieder. Guten Abend. Sollte auf jeden Fall passen. Gucken wir nochmal bei den anderen Accounts rein. Und gegen Kampf. Haben wir gewonnen. Ist gut, gut, gut. Hier haben wir noch einen Try. Jupp. Langsam kommen wir da auch voran. Schauen wir mal hier. Der ist war direkt machbar. Warte mal, wir haben auch 500.000 Gold. Das sollten wir mal verskillen. Okay, gehen wir auf 900. Was gehen wir mit dem Rest auf Ausdauer? So. Okay, das verkaufen wir. Hier hätte ich ein bisschen Edelsteinsockel drin, aber wir müssen halt echt gucken, ne? Wir haben echt nicht so viel. Zumindest auf dem Account. So, schauen wir noch, was bei dem anderen hier machbar ist. Können wir den auch noch? Den haben wir auch noch bekommen. Krass. Den Gegenstand können wir auf jeden Fall zerlegen. Oh, wir haben die Wirbel schon freigeschaltet. Das ist gut. So. Stimmt, stimmt, stimmt. Wenn man weniger als 10% verliert, kann man den neuen Try machen, ne? Okay, ist leider schlechter. Wir machen mal so lange, bis wir Pilze benutzen müssten und dann gucken wir bei den anderen Accounts mal kurz rein.
Das können wir auch zerlegen. Wo wir im Epic bekommen. Okay, ab hier würde ich sagen, stoppen wir erstmal. Das ist unser Free-to-Play-Account. Die sind leider nicht besser. Ist eigentlich auch besser, aber halt nur plus 11 für die Hauptattribute, für unsere Main-Attribute. Warte mal. Naja, es lohnt sich leider nicht. Müssen wir leider auch zerlegen. Also plus 76 auf alles ist halt schon gut, ne? Aber wenn wir uns hier angucken, 4400, wir haben leider nicht so viel. Also, ist jetzt nicht zu wenig, aber es, wenn wir halt bedenken, wie weit wir schon im Level sind, lohnt sich halt einfach noch nicht. Ich würde trotzdem sagen, dass wir ihn erstmal zerlegen, weil durch unsere Levelaufstiege würde ich schon sagen, dass wir schon ein bisschen gucken sollten, dass wir unsere Ressourcen nicht zu früh verschwenden. Oh, ein schwarzer Edelstein. Was ist das wieder? Die brauchst du was? Okay, machen wir noch eine Goldquest. So. Skill noch mal ein bisschen in Schaden rein. Ein bisschen Ausdauer. So. Oh, der ist sogar besser. Okay, schauen wir noch mal kurz auf unserem Kampfmager vorbei. Der Account ist sogar recht alt. Das war von meinem alten Spielstand sogar noch. Den habe ich sogar, den habe ich seit letztem Jahr, ne? Hat sogar einen Kumpel Geburtstag. Okay. Probieren wir mal hier, wie weit wir kommen. Schaffen wir das? Ah, nee. Stimmt. Da hatten wir eine Guten kleine Abend. Blockade. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen besseres Equipment. Also klar, logisch, aber. Ja, uns fehlen noch ein bisschen die richtigen Ausrüstungsgegenstände. So. Ich sollte aber bei meinen anderen Accounts ein bisschen mehr den Arena-Kämpfen schauen. Alleine wegen dem Sammelalbum, wenn wir hier schauen. 13% Erfahrungsbonus ist schon etwas, aber es ist halt nicht so viel für ein Verhältnis, was wir so bekommen könnten. Und nehmen wir die. So. Es gehen hier noch ein bisschen rein. So, wir wollten uns ja noch die Kämpfe angucken. Das waren. Ah, ne, Dungeon, so. Dungeon-Kämpfe. Kampf zeigen. Okay, haben wir hinbekommen. So, klar ist ja auch. Okay, wie gut haben wir da gekrittet? Oh. Boah, das war halt schon ein heftiger Crit, ne? Wenn man überlegt, wie viel Schaden man manchmal machen kann, wenn die Chancen gut stehen. Hier, alleine sowas hier. Da haben wir eben schon fast ein Viertel abgezogen, nur mit einem Hit. Es ist halt schon krass. Moto mit dem Knüppel. Okay, gucken wir uns noch den König an. Ja, da hat er. Da war er jetzt nicht so stark mit seinen Angriffen zum Glück. Ansonsten hätte er uns auf jeden Fall platt gemacht. Naja. Ja, ich glaube, das soll soweit gewesen sein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Könnt ihr gerne ein paar Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet von dem Ganzen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.